So, sie hat übrigens jetzt wirklich von allem nichts mitbekommen. Das ist meine Kunst. Ich muss sagen, das ist eine Kunst. Und ich speichere übrigens jetzt absichtlich ein bisschen öfters, weil die letzten zwei Streams, wer die gesehen hat, der weiß, es sind ja zwei, drei kleine Fehler aufgetaucht bei mir. Oder ich war auch zu dämlich, ja. Also ich habe ja manchmal ein bisschen, ich sehe nicht aufgepasst, was ich da mache. Gebe ich ja gerne zu. Und demzufolge, oh, Toilette kaputt. Dann nehmen wir die Toilette. Und deswegen machen wir mal ein paar, bisschen öfter speichern für den Fall, dass irgendwas auftaucht, ne? So, Marvin übrigens, ich weiß, du bist nicht gerade gut drauf gerade, aber reparier doch mal da hinten Dings. Und wir bleiben mal bei ihr. So, bleiben wir nicht. Öffnen und Gericht nehmen. Speichern ist immer wichtig. Ja, also definitiv die letzten Male. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Ich habe aus Versehen einmal am Ende des Streams nicht gespeichert. Es war nicht so schlimm. Uns ist ein halber Spieltag verloren gegangen nur. Aber trotzdem, das war doof. Und letztes Mal, also gestern, als ich gestreamt habe, da habe ich aus Versehen, also da war Narais Geburtstag und da ist aus Versehen, hatte ich nicht sie angewählt zum Ausblasen der Kerzen, sondern da hatte ich ja, hier den Marvin ausgewählt und der war dann gealtert worden, da mussten wir auch zurück. Aber auch das war nicht so schlimm, da hatte ich auch Gott sei Dank vorher gespeichert. Aber falls eben so eine Sachen auftauchen, dann ist es doch sehr, sehr ärgerlich, ne? Sonst passiert das, was mir gestern passiert ist. Ich habe gerade meinen Garten angepasst und noch nicht gespeichert gehabt und dann plötzlich, bam, anderer Sim stirbt. Oh, Murphy-Bett. Oh Gott. Ach nö. Das ist dieses Klappbett. Da meinst du, dieses Bett hat ihn erschlagen, nicht wahr? Ja, das sind ja schnelle Fixes. Hm. Genau. Aber wie gesagt, mir ist gestern passiert, dass ich ihn hier aus Versehen die Geburtstagskerzen habe ausblasen lassen. Und das ist natürlich ganz ärgerlich. Ne? Dann hatten wir im Prinzip einen Senioren-Marvin. Ist zwar nicht weiter schlimm, aber das Problem ist, wer übernimmt dann diese Familie hier, weil er dann ja kein Geld mehr so richtig reinbringt. Und, ist schon doof. Die Post wurde zugestellt. Doll. Wir haben Rechnungen gekriegt. Doll. Geht heute einer arbeiten? Nawai geht arbeiten. Ist arbeiten. Zwei Tage. Doll. Rechnung können wir nicht bezahlen. Wir haben 1000 zu wenig. Mal gucken, ob wir die kriegen, wenn Nawai wieder da ist. Was? Nein, 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 das mache ich nicht. Lebendig kriegst du mich nicht. Okay, ich glaube, unsere Putzkraft ist gerade abgehauen. Okay, dann viel Spaß beim Lurken. Und danke, dass du kurz da warst. Ja. Ja, Brigitte hier mal wieder, ne? Ist ja wieder mal herrlich. Mit Fischen reden. Oh, ich wollte gerade sie abbrechen, aber Fische reden? Da gucken wir mal zu. Hallöchen, na ihr? Das bringt ihr Sozialpunkte. Immer diese Kinder. Aber wirklich. Ich finde cool, dass sie als Meerjungfrau mit Fischen reden kann und dass ihr Sozialpunkte gibt. Also der Sozialwert hochgeht. Das ist sehr geil. Das gefällt mir. Kennt ihr die Sendung The Boys? Die gibt es bei Amazon Prime. Die habe ich letztens gesehen. Da gibt es einen Superhelden. Also es geht um, in Anführungszeichen, Superhelden. Und der kann auch mit Fischen reden. Das ist genauso. Genauso. Das ist herrlich. Gut, also sie darf jetzt mal anzünden. Was zündet? Ach so, nee, das soll sie nicht machen. Sie soll mal... Komm, wir räumen mal ein bisschen auf und helfen mal den ganzen Sims. Oh, und Hilda, Tag. Wo gehen Sie hin? Ich meine, jetzt haben wir schon zwei Haushaltshilfen hier gehabt und irgendwie läuft es immer noch nicht rund. Ich glaub's nicht. Die ist ja nützlicher als jeder andere Sim. Ähm,
Okay, habe ich schon gehört, aber Prime geht nicht richtig, weil das will nicht in Irland verfügbar. Ach Gott, nö. Nicht schon wieder das Ding mit dem Regionenlog. Das ist ja nervig. Da muss ich sagen, das sowas finde ich nervig. Das tut mir leid, in gewisser Weise. Jetzt ist er bereit. So, Marco Finno ist übrigens auch ganz geil, dass sie das immer mal wieder erzählt. So, mit Fischen reden nicht. Wir machen mal hier ein Auffüllen. Wir haben eigentlich nicht so viel Geld. Wir müssen noch Rechnungen bezahlen. Darf ich nicht vergessen. Aber was soll's. Das muss auch mal sein. Die Katzen dürfen nicht verhungern. Und der Hamster natürlich auch nicht. Der ist ja schon einmal verhungert. Also deswegen mal kurz gucken. Ach, das ist ja doof. Ne? Du kannst nichts für Kindle runterladen, weil es immer heißt, wechsel zum UK Store und dann, du bist nicht in the United Kingdom oder eben das gleiche für die Deutschland. Nur, dass da dann steht, dass du nach United Kingdom wechseln sollst. Ja, toll. Das ist ja super. Ich liebe es, wenn Systeme funktionieren, so wie sie funktionieren sollen. Seien wir ehrlich, so soll es eigentlich nicht sein. Okay. Was haben wir denn jetzt gerade? Also hier unten, ach so, Marvin schläft da unten. Wir brauchen ja ein bisschen Geld. Moment, wir brauchen Geld und ich habe eine Idee, wie wir Geld kriegen können. Sie war doch vorhin hier ins Wasser gewartet. Ah, das ist aber jetzt weg. Ich wollte gerade sagen, wir hatten vorhin, als sie hier schlafen ging, hier unten eine große grüne Pfütze. Also sie kann trotzdem mal eine Probe aus dem Meer nehmen. Okay. Konkurrenzfirma von Apple funktioniert. Ein Apple Book funktioniert. Das ist doch schön. Wenn das eine nicht will, dann nimm mal das andere. Ehrlich gesagt, das ist doch auch das Schöne dran, ne? Wenn man die Auswahl hat, wenn es nicht nur eine Sache gibt, dann nimmt man eben die andere. Und ganz ehrlich, wenn es eben eine Sendung ist, die man nicht sehen kann oder ein Buch nicht kriegt oder sowas, es gibt tausende andere Angebote. Das reicht doch vollkommen aus. Okay. Okay, wir haben übrigens noch Forschungsdaten. Es ist schon wieder ein Feuer ausgebrochen und man kommt an das Feuer nicht ran. Das ist definitiv ein Ghostie. Die Frage ist bloß, wo er ist. Nein, wir sehen sogar das Feuer. Da! Ui! Hilfe! Okay. Sind leider einige, die ich mag, die bei mir nicht legal verfügbar sind auf Streaming-Seiten. Okay. Bull oder The Mentalist und sowas. Ja gut. Ja. Was soll man da sagen? Okay. Marvin hat den Brand entdeckt. Marvin hat alles gelöscht. Na ja, gut, die haben das ja alles gelöscht. Die wissen schon, was sie tun. Ui, teuer. Machen wir gerade nicht. Denn wir wollten erstmal verkaufen. Verkaufen. Probe analysieren. Wäschehaufen. Verkaufen. Brauchen wir gerade nicht. Ah, Federn verkaufen. Die können wir auch verkaufen. Die brauchen wir nicht. Mach ich mal ganz kurz. Bisschen Geld reinbringen. Ich glaube, dann haben wir auch genug Kohle, um die Rechnung zu bezahlen. Hoffe ich. Okay, die Dinger sind alle kaputt gegangen. Marvin geht gerade das Kleinkind überprüfen, aber eigentlich könnte er mal hier unten reparieren. Ökologischer Fußabdruck. Okay, wir haben genug Geld. Wir können unsere Rechnung bezahlen.
Rechnung bezahlen ist wichtig. Denn wenn wir die... Da hinten freut sich aber jemand. Wissenschaftlerin ist eine erwachsene Frau. Wer ist das? Kennen wir noch nicht. Lernen wir gleich kennen. Outfit ändern. So viel wie die an einem Tag verdienen, würdest du gerne mal verdienen. Ja, du, also, du hast keine Ahnung, was ich gerne tun würde. Ich würde da nur eine Woche arbeiten und nie wieder arbeiten müssen, wenn die so viel Geld rauswerfen. Nee, aber es stimmt schon. Also die verdienen Gott sei Dank relativ viel. Aber andersrum, stell dir mal vor, die würden nicht so viel verdienen. Dann hätten wir echt Probleme. Dann könntest du dir niemals so ein großes Haus bei den Sims bauen und das auch unterhalten. Also deswegen, ich bin ganz froh, dass die recht viel verdienen, auch wenn es vollkommen unrealistisch ist. Seien wir ehrlich. Na gut, es gibt auch Jobs, wo du so viel verdienst, aber der Otto-Normalbürger verdient das nicht. Oh, Dag, Dag. So, Wissenschaftlerin. Kriegt mal ein Hallo. Wer ist denn das? So, wir haben natürlich wieder mal Geldprobleme, wie immer. Wow, Stundenlohn von 10 Euro. Boah. Ist das unter Mindestlohn? Muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, weil es klingt eigentlich recht wenig. Dachte, der Mindestlohn wäre ein bisschen höher, so bei 12 oder so, aber gut, das ist ja auch wieder branchenabhängig. Seien wir mal ehrlich, ist ja alles branchenabhängig heutzutage. Und schon immer gewesen. So, sie arbeitet im Strangerville-Labor. Warum auch immer das so komisch da aussieht, aber gut. Alles schön soweit. Gut. Mindestlohn wäre 9,60 Euro. Naja gut, dann erzählt dir der Arbeitgeber sicherlich, dass du viel mehr verdienst als üblich und dass das doch vollkommen ausreicht. Ich kenne solche Sätze leider deswegen. Was soll man dazu sagen? Gut. Wie sieht es hier draußen aus? Marvin repariert. Ich lasse Miri mal die Teile plündern. Weil wir wollen ja mit ihr irgendwann mal einen Roboter bauen. Vielleicht schafft sie das noch, bevor sie dann, ich sag jetzt mal, Rentnerin wird oder stirbt oder sowas. Ihr kennt das ja, das Problem. So, das ist einmal verkauft. Hat er noch was zum Verkaufen? Huch! Lass uns das Feuerwerk auf dem schrägen Humor- und krasse Späße-Festival anschauen. Wir sind hier gerade beschäftigt. Tut mir leid. So, ich glaube, sie kann nichts... Also, er kann nichts verkaufen, ne? Er kann Wäsche verkaufen. Oder auch ein Muschelhorn hat er gefunden. Gut. Wir können den Generator noch nicht erneuern. Tut mir leid. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Wir brauchen Kohle. Aber wenigstens stellt man uns hier das, den Strom nicht ab. Da bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden. Und vielleicht kriegen wir ja auch ein bisschen Geld. Wenn Nawai komplett übermüdet nachher von der Arbeit wieder nach Hause kommt. Und... Okay, sie ist... Was ist sie eigentlich? Stufe 4. Na gut. Die Abstimmung wurde beendet. Produktion saubere Energie hat die meisten Stimmen in der Gesellschaft gewonnen. Und Nawai hat ganze 300, etwas weniger als 300 Dollar zurückgebracht von der Arbeit. Das hat sich voll gelohnt. Sie muss mal schlafen gehen. Das geht nicht anders. Sie ist total müde. Die letzte Nacht war hart. Also geht sie mal am Nachmittag schlafen, beziehungsweise früh schlafen. Wir erinnern uns, es war ein sehr, sehr anstrengender Tag. So. Schicken wir die Leute nach Hause. Alles gut. So. Putzbot wäre doch mal was. Was braucht sie denn für einen Putzbot? Ich kann das sehr gut lesen. Ach, ich habe auch gar nicht genug Geld, deswegen.
Aber eins, zwei, okay, also kurzum, wir brauchen Geld und ja. Sind die Putzroboter denn sinnvoll? Ich weiß, es gibt sogar einen zu kaufen, ne? Im Inventar, wenn ich mich recht erinnere. Also nach so einem harten Tag wie heute, da gibt's mal ein leckeres Erdbeereis. Eigentlich wollte ich nicht so was ganz Klassisches nehmen und jetzt ist es Erdbeereis geworden. Aber gut, Mirin macht sich mal ein leckeres Eis. Wir gucken mal ganz kurz. Sie muss erst in 2 Tagen arbeiten. Marvin in 24 Stunden. Was ist denn mit ihm? Ganz alleine. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Marvin, der fühlt sich ganz alleine. Der hat keinen Spaß, der hat kaum Sozialleben, der ist fast am Ende von allem. Ich lasse ihn mal auf die Toilette gehen, wenn er auf Toilette gegangen ist. Wir machen mal was mit ihm, was Interessantes, ne? Also, ich dachte, ich bleibe mal bei Miri, aber andersherum, Nawai schläft jetzt gerade. Lasst uns doch mal Marvin kurz in eine Strandbar bringen, die hier um die Ecke ist. Da kann er Leute kennenlernen, da kann er mit Leuten reden und alles ist gut, so in der Richtung. Moment mal, ich glaube gerade mein Handy hat mir was mitzuteilen, mal wieder. Ich meine, die sind Störungen, ne? Wenn er was laden würde. Gut, nichts Wichtiges. Was? Gebrochenes Herz? Oh, was ist denn los? Was ist mit ihr? 1000. Nee, wir haben gerade kein Geld. Tut mir leid. Würde ich ja spenden, aber wir haben kein Geld. Was ist los? Gebrochenes Herz? Sind doch aber noch gut drauf. Gut, nee, also, dann machen wir Folgendes. Marvin wird Outfit ändern und danach wird er reisen. Ich bring ihn mal. Ganz alleine. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Hier in die Sandbar. Einfach um die Ecke. Fast. Ne? Vorher wohnte er viel näher. Aber wir gehen da mal hin und werden dann mal fröhlich hier Leute kennenlernen. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. So, also, hier ist die Bar. Das ist ziemlich langweilig hier. Uah, da ist eine Palme. Guten Tag. Erstmal werden wir mal ein Getränk bestellen. Wir bestellen mal. Zack und weg. Das passt zu ihm. Was, die Filme hast du schon ewig nicht mehr gesehen? Ich habe gerade den Kontext wieder vergessen. Welche Filme? Arg! Ich habe es garantiert gerade gesagt, welchen du meinst, aber warum ist denn hier so dunkel? Fehlt hier Licht? Das ist die Standardbar, ja? Also ich habe sie nicht modifiziert. Das ist die Standardbar. Die ist in dem Spielstand sozusagen nicht importiert worden, wenn ich mich recht erinnere. Aber fehlt da Licht? Was ist denn da passiert? Frisch, fromm, fröhlich, frei, das hat der Dirix da auch immer gesagt. Ja, stimmt. Die Lümmel von der ersten Bank. Ja, ach Mensch. Ja. Stimmt schon. Wenn man darauf gestoßen wird, dann fällt einem erst ein, woher man das kennt und warum man es verwendet. Ja. So. Ich muss mal kurz für Beleuchtung sorgen. Wie gesagt, kurz mal für Beleuchtung sorgen. Kann ja nicht schaden, wenn man mal Licht hat in der ganzen Sache. In mehreren Filmen, aber da ganz speziell. Stimmt schon. Das waren ja damals diese ganzen Filme, die sie da hatten. Kann mich dran erinnern.
Ist aber auch schon bei mir sehr lange her, dass ich die Dinger gesehen habe. Ich weiß gar nicht. Aber irgendwas wurde, glaube ich, letztens wieder mal im Fernsehen gebracht und wiederholt. Militärisch vorstellen. Wir salutieren. Nein, natürlich nicht. So, hi. Ich habe keine gute Kameraeinstellung. Huch, sie hat Angst. Ach. Auch sie, die sind alle verängstigt. Okay. So. Der kriegt respektvoll. Da stellen wir uns respektvoll vor. Und der hier auch. An den hier kann ich mich. Der sieht aus, als ob er mit dem DLC integriert worden ist. Ich kann mich ehrlich gesagt an den von der Optik nicht erinnern. Ich kann mich an die alle nicht erinnern. Gut, wir brauchen dringend Sozialkontakte. Dabei sind wir doch hier schon die ganze Zeit. Wir sind doch nicht mehr alleine. Komm, wir machen mal eine lustige Geschichte. Ich muss sehen, dass Marvin halt den Sozialbalken ein bisschen hochkriegt. Es ist klar, dass der in den Keller rutscht. Er ist halt ein geselliger Sim und wir haben wenig Kontakte, seitdem er von der Uni runter ist. Und dann ist ja der neue Spielstand aufgesetzt worden. Seitdem kennt er keinen Schwein mehr. Also deswegen, das passt schon. Wir müssen halt da ein bisschen dran arbeiten. Und Jima? Okay, das ging nach hinten los. Aber die Werte steigen hoffentlich. Gut, Spaß kriegen wir ja, indem wir ihn gleich schwimmen lassen. Das ist ja nicht das Problem. Aber eben die anderen Werte, die sind so ein Problemchen. Okay. So. Baron? Ach. Ist das ernst gemeint? Die können in der Militärkarriere, so einen freundschaftlichen Kampf machen? Okay, er ist immer noch angespannt, weil er Spaß braucht, klar. Und unbehaglicher Kommentar. Gut, das läuft ja hier wirklich ganz, ganz toll. Kannst du auch mit anderen machen? Ach, ich habe das noch nie gesehen. Jetzt erzählst du mir sicherlich gleich, dass Sparring schon sehr lange im Programm ist und ich wieder mal nur blind bin, ne? Ich kenne dich doch. Es ist doch immer das Gleiche. Und das Deprimierende ist, es ist ja auch so. Dafür musst du auch in der Karriere sein. In der Militärkarriere. Okay, verstehe. Also, in der Militärkarriere muss man schon sein. Dann ist es mit der eingeführt worden. Verstehe ich. Okay. Ich meine, wie das aussieht, wissen wir ja von anderen. Gucken, ob die da mitmacht. Vielleicht ist sie ja sportlich begabt und möchte mal eine Runde Sparring betreiben. Okay, sonst bekommst du die Option nicht, wenn du nicht in der Karriere bist. Okay. Wie gesagt, wie das aussieht, weiß man eigentlich von... Ich hab's anders erwartet. Sagt mal... Warum haben sie denn kein Kung-Fu drin? Weil das ist es ja im Prinzip. Das sind die Animationen, die wir aus Sims 2 und 3 bei den Kung-Fu-Trainingseinheiten hatten. Also an diesen Trainingspuppen. Wobei die Trainingspuppen haben sie drin, ne? Die hatten wir ja, die hatte ich ja reingepackt, glaube ich. In mein Wellness Center. So. Das ist das nächste zu Kung-Fu, was wir zu bekommen. Ja, na gut, da hast du schon recht. Es ist am nächsten dran, aber trotzdem so richtig, ja.
So, ich lasse mal Marvin eine Runde schwimmen, damit er noch eine gute Laune kriegt. Auch wenn hier gerade die guten Launebären angekommen sind. Wir kümmern uns gerade ein bisschen um ihn. Aber ich habe ja erwartet, dass sie mit dem asiatisch angehauchten DLC, also ab ins Schneeparadies, dass sie da eben diese Kampfsportarten auch mit drin haben. Deswegen sagte ich ja, was den Spielinhalt angeht mit ab ins Schneeparadies, da war ich enttäuscht. Ja? Also sie haben ja die Wanderung und so ein bisschen die Kletteraktion drin. Kletteraktion hatten wir vorher schon an dieser Kletterwand. Also haben sie keine neuen Animationen gebraucht. Und die Wanderung, na gut, die waren vom Prinzip her, ja, laufen tun sie so oder so schon drin. Also vom Spielgefühl war ich mit dem Ab in Schneeparadies halt enttäuscht, aber nicht vom Bauen. Das ist ein Add-on, wo ich sage, das ist ein Bau-Add-on. Wirklich eins, für mich ist es ein Bau-Add-on und ich baue da sehr, sehr gerne. Auch den Stil baue ich sehr gerne. Und ich habe ja auch noch vor, irgendwann mal so einen asiatischen Tempel zu bauen. Ich bin mir bloß noch nicht ganz so sicher. Vielleicht mache ich den sogar ganz, ganz raffiniert, weil ich finde immer Museen, da haben die Sims nichts zu tun. Also wenn ich ein Museum baue, dann nutzen die Sims es nicht so richtig, weil sie ganz einfach, ja, da haben sie nichts zu tun. Bleibe ich bei. Also in ein Museum können sie reingehen, können sich die Objekte angucken, da stehen sie kurz vor, sagen noch nicht einmal was, machen keine Reaktion und gehen. Deswegen finde ich Museen im Programm mehr als überflüssig, weil da nichts passiert. Wenn man in die Museen dann schon Musikinstrumente stellt, wie sie es ja manchmal tun, können die Sims wenigstens noch bestimmte Interaktionen, aber ich denke, wir werden einen Tempel bauen, in denen wir das Fitnesscenter bauen. Guckt mal. Okay, ja, er hatte gerade. Marvin, renn dem mal bitte hinterher. Wir haben einen Meerjungmann, also einen Meermann gesehen. Ich dachte, das können wir ja mal kurz ausnutzen und uns mal vorstellen. Habe ich nämlich im anderen Spielstand gar nicht mehr drin gehabt, deswegen. Nee, so einen Tempel bauen und ich überlege, ob ich da ein Fitnesscenter reinbaue. Also von außen praktisch einen asiatischen Tempel und innen drin einen kleinen Fitness-Tempel, also so einen Fitnessraum oder sowas. Dann können wir ja auch überlegen, ob wir die erste Etage vielleicht wie ein Museum machen oder sowas. Aber praktisch sozusagen, dass wir dann eben eine Etage haben mit Laufbändern, eine mit Gewichtheben oder sowas. Das wäre so ein Grundgedanke, den ich gerade habe. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich das auch umsetzen kann. Weil bisher war alles, was ich so als Grundidee hatte, nachher dann doch etwas anders, wenn man das dann gemacht hatte. Kann man den mal fragen? Hier, Wassermann nennen sie das. So, ist er ein Wassermann? Wir haben es ja gerade gesehen. Wir wissen es. Cool, Mensch. Zuspruch geben. Und Lüftstoß, komm. Jo, die mögen sich. Die sind gleich voll auf einer Wellenlänge. Ich weiß gar nicht, woher die sich kennen. Aber hey, Marvin halt. Marvin, der kennt alle. Sind so eben gute Freunde geworden. Wie kann denn das passieren? Oh, es wird kalt. Es wird kalt, aber es macht ja nichts. Marvin sagt da so spontan, ihn interessiert das nichts. Wir werden jetzt hier eine Sandskulptur bauen, wenn er da mitmacht. Oder auch nicht. Okay, Outfit ändern. So, dann ist ihm nicht mehr kalt. T-Shirt, ihm ist nicht mehr kalt. Okay, aber leider, Kollege, wir sind todmüde, wir müssen nach Hause. Er muss ja am Abend noch arbeiten. Wenn du höflich oder respektvolle Begrüßung Vorstellung nimmst, baut sich die Freundschaft auch schneller auf. Ach, wusste ich gar nicht. Ich nehme ja immer die freundliche, ich glaube freundliche Vorstellung oder was ich dann nehme. Aber respektvoll? Okay, wir schüchtern den anderen schon ein. Guter Plan. Es ist irgendwie ganz witzig.
das, was ihr so immer erzählt, mir so als Tipp gebt, Tipps gebt, das kriegt man im Programm eigentlich gar nicht mit. Also es gibt viele Mechaniken im Spiel, die man nur mitbekommt, wenn man viel spielt, unterschiedliche Spielstile hat oder sich eben zwischendrin mal mit anderen austauscht. Dann bekommt man mit, dass da andere Mechaniken unter anderem drin sind. Und das hat irgendwie was. Also mir gefällt's. Deswegen, ich bin ja bei anderen Spielen nicht so für Spoiler, gebe ich ja zu, aber hier in dem Programm, da habe ich nichts dagegen, weil da merkt man eben, dass es wirklich ganz viele unterschiedliche Spielstile gibt und es halt auch wichtig ist, dass man sich mit anderen austauscht, weil ich glaube, das ist im Programm sogar vorgesehen, dass man das macht. Gut, so. Aufmerksamkeit ist ziemlich niedrig. In dem Fall, die Mutter steht neben dem Kind. Und da gibt's mal Aufmerksamkeit. Wobei, mit Spoilern versteht mich bitte nicht falsch. Es gibt einige Programme, wo ich nichts gegen Spoiler habe, aus dem ganz einfachen Grunde. Die sind dann auch so aufgebaut, dass man das eben nur durch viel Testen und Herausfinden mitkriegt. Und deswegen viele Bauspiele, in Anführungszeichen, bin ich für Tipps dankbar, sagen wir es mal so. Aber Spoiler, wenn man mir jetzt die Story von irgendeinem Spiel spoilert, da bin ich dann doch dagegen, sagen wir es mal so. Das finde ich ganz dämlich, ne? Also, es kommt immer aufs Spiel drauf an. Okay, Aufmerksamkeit ist sofort wieder oben. Super. Genau, das stimmt. Das ist dann doof, ne? Also, zumindest wenn man das Spiel nicht kennt. Ja, also wenn weiß ich, ich habe ja auch viel Jurassic World Evolution gespielt gehabt, wenn ihr euch erinnert. Wenn ihr mir da erzählt, im Prinzip, naja, pass auf, es gibt 5 Inseln, du baust ständig den Park auf, Story gibt es in dem Sinne nicht. Reicht. Ja, also, da habe ich nichts dagegen und es macht gerade Rums, weil wir wieder mal die Nacht haben und wir sind erschrocken und ach Mensch, na wei. Oh wei, na wei. Wir müssen mal wieder. Weißt du was? Pass mal auf. Also erstens ziehen wir uns mal was Anständiges an. Zweitens gehen wir mal an den Sions-Tisch, den ich gerade nicht anklicken kann. Wir machen mal Zeremonie durchführen und dann werden wir mal uns alle ein bisschen beruhigen. Ich glaube, Nawai wird uns noch an einem Herzinfarkt wegsterben. Wenn ich mir so ihre Reaktion so ansehe, so ein bisschen in Richtung, sie wird einen Herzinfarkt irgendwann haben, das, ja. Können die an einem Herzinfarkt sterben? Also, ich weiß ja nicht, haben die jetzt mit ihren Verängstigungen, haben die da den Tod mit eingeführt? Weil früher war es ja so, dass die an Schreck sterben konnten, wenn ich mich recht erinnere. Aber sie haben ja jetzt hier diese Emotion verängstigt. Können die da sterben dran? Also wenn ihr es wisst. Ich will es nämlich nicht austesten. Da waren wir wieder beim Spoiler. Es gibt so ein bisschen was, was man eben nicht testen möchte. Ja, du meinst ja, aber du hast es noch nicht ausprobiert. Bitte nicht probieren. Gefährdet eure Sims nicht. Die sind wichtig. Die kriegt man nicht so schnell. Und du liest die Update-Notes seltener. Ja, ich habe die nämlich auch selten, ich lese sie meistens, aber die sind ja endlos lang. Und bei der Sache hier mit dem Verängstigt und so weiter, da habe ich sie ehrlich gesagt nicht gelesen. Da waren sie mir zu lang und ich glaube, sie waren damals auch noch nicht ins Deutsche übersetzt. Also kurzum, da hätte ich dann sozusagen mal wirklich intensiv Englisch lesen müssen und an dem Abend war ich müde und irgendeine Ausrede fällt mir noch ein. Also kurzum, nö, ich habe sie nicht gelesen. So, fertig. Ich mach's kurz. Fertig. Haben wir nicht gelesen. Alles ist gut. Und also demzufolge müssen wir mal gucken. Ich hoffe nicht, dass die Sims irgendwann hier wegsterben. Jonglieren üben machen wir nicht. Wir gehen danach was essen. Okay, so.
Ackerts kurz leicht abgelenkt. Weil mir nämlich gerade eingefallen ist. Wir sollten mal speichern. Wir speichern mal freudig und schnell. Und dann lasse ich sie mal was essen gehen. So, das war die Tür. Das Zwischen war gerade die Tür. Alles gut. Wir haben hier einen Geist. Wir haben mit Miri zwar Erdbeereis machen lassen. Sie hat es aber nicht gegessen. Und da sie es nicht gegessen hat, wird sie das jetzt dem lieben, lieben, lieben Geist da hinten zur... Zum Beschwichtigen geben, denn er spuckt mir zu viel Feuer. Hey du, guck mal, hier. Lecker. Ja, dann reden wir mit ihm. Also, sag mal. Also, wir geben dir extra leckeres Erdbeereis, passend zu deiner schönen roten Farbe. Und was machst du? Lea, hast du eigentlich, ich weiß, ich halte dich immer von der Arbeit ab, aber, oder auch ihr anderen, wenn ihr es wisst, ich möchte immer nicht hier dieses Seele anbieten, machen. Deswegen, wie funktioniert das mit der Seele anbieten? Ist das schlimm oder laufe ich Gefahr, die Sims zu verlieren? Hab kurz leise gemacht. Kein Problem. Gar kein Problem. Mir geht es, wie gesagt, gerade um die Frage, wie das mit dem Seelenanbieten für einen Ghostie geht. Ob man da sozusagen irgendwas verliert oder nicht. Ah, wenn ich es zu oft mache, kann mein Sim davon sterben. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Das ist die Frage, wollen wir das da machen? Eigentlich habe ich es bisher noch vermieden. Ich mag meine Seele und die von meinem Sim auch und also kurzum. Und sonst wird die Lebenszeit verkürzt. Ich mag die Lebenszeit meiner Sims, ganz ehrlich. Wir sind da nicht so sauber trocken, dann können wir sie mal weglegen. Gut, dann machen wir mal ganz kurz die Wäsche. Huch. Sie hatte gerade eine Idee, was auch immer. Aber ich mag die Lebenszeit. Ich finde, die leben doch schon so ganz gut. Da müssen wir doch nicht extra noch die Lebenszeit verkürzen. Kurz mal pausieren, weil ich glaube, ich muss mich weiter um Marvin kümmern. Entschuldigt, das ist so ein schönes Bild. Ha, herrlich. Sie hat aber 2 Tage Zeit, bis sie wieder arbeiten muss. Nawai muss in 3 Stunden zur Arbeit. Dann kümmern wir uns ganz kurz darum, dass es Nawai gut geht. Nawai müsste was essen. Kann sie da unten mal machen. Da liegt schon was rum. Und Marvin muss nachher in 11 Stunden zur Arbeit. 11 Stunden zur Arbeit ist nicht gut bei diesen Werten. Dann würde ich vorschlagen, wir kümmern uns um ihn, damit er gut gelaunt zur Arbeit gehen kann. Und das bedeutet, ich lasse ihn mal noch irgendwas hier essen und dann haben wir auch demnächst wieder Geld. Hoffe ich. Oh nein! Ja, oh nein, trifft es. Moment, er ist erkältet. Medizin hatte sie. Weißt doch, ich hatte doch noch ein Sim mit Medizin hier. Also pass mal auf. Dann Medizin nehmen und dann kannst du was essen. So, dann machen wir es richtig, ne? Also dann haben wir auch die Probleme von Marvin gleich gelöst, hoffe ich. So. Sibikoi. Sipper. Okay, hat das was gebracht? Okay, hat die Erkältung besiegt, steht oben als Meldung, finde ich gut. Er ist angespannt, er bräuchte eine Dusche. Ich überlege, ob wir das dann auch gleich machen, wenn er dann gegessen hat.
dass wir ihn einmal kurz unter die Dusche werfen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass er Spaß hat. Spaß kriegt er beim Schwimmen am besten. So, natürlich quatschen wir mal. Und wie ich gerade gesehen habe, Hochzeit. Ist eine Hochzeit in dem Spiel teuer? Das ist die Frage. Wahrscheinlich genauso teuer wie eine Geburtstagsparty. Und Geburtstagspartys kriegt man ja relativ leicht über die Bühne. Man braucht nur einen Kuchen. Und eigentlich wollte ich ja Navai und Marvin noch essen gehen lassen. Wir wollten ja sie heute noch essen gehen lassen, was ich bisher noch gar nicht gemacht habe. Aber gut. So, er hatte eine super Laune. So, damit sie nicht meckern, ist der Teller mal weg. Geschickte Entschuldigung. Ja, machen wir mal. Gut, es geht ihm wieder gut. Tratschen. Wie gesagt, wir kümmern uns ein bisschen um ihn. Weil sie muss in einer Stunde zur Arbeit und ich glaube, ihr geht es gut. Halbwegs. Wir könnten sie noch einmal unter die Dusche schicken. Dann ist der Wert nämlich oben. Wenn sie es noch schafft. Okay, sie hat gerade aufgegessen. Hunger ist zwar nicht ganz optimal nach oben gebracht worden, aber also sie hat noch einen kleinen Hunger. Sie könnte noch einen Snack für zwischendurch essen, aber alles gut. Ist nicht nährhaft, aber steht hier rum. Brigitte darf mal das Popcorn futtern. Marvin und Brigitte sind soeben gute Freunde geworden. Supi. Ui, und hier wird gestrickt. Ach ja, schön. Einfach schön. So, ich lasse mal ganz kurz das Bild hier so. Ach so, Marvin ist gerade fertig. Er ist fertig. Navai malt ein mittelgroßes Gemälde. Das ist ja cool. Ja, ich muss jetzt doch, ich habe gerade kurz auf die Uhr gesehen, ich muss einen Break machen. Tut mir leid. Navai ist zur Arbeit, das passt. Ich muss hier jetzt einen Break vom Spiel machen und auch vom Stream. Die Zeit ist mir ein bisschen davongelaufen, deswegen...